Wann hat es bei Ihnen das letzte Mal so richtig gefunkt? A. Bei Ihrem besten Freund? Eine Mischung aus John Travolta und Brock Hudson. Der war schwul. B. Bei Ihrer besten Freundin? Leidenschaft, wildes Feuer. Was will Frau mehr? Oder C. Bei Ihrem Arzt? Ihr rechtes Bein ist um ca. 1,3 cm kürzer als das linke. Ich schreibe Ihnen orthopädische Schuheinlagen auf. Kann ich sonst sowas für Sie tun? Wo planen Sie Ihr erstes Rendezvous? Darf ich Sie zu einem Essen einladen? Gern. Wann haben Sie Zeit? Ich schau mal nach. A. Im Restaurant? Ja, hallo? B. Im Badezimmer? Ein One-Night-Stand in 6 Monaten. Das muss bei 1100 Mark Kaltmiete wohl drin sein. Oder C. Auf dem Friedhof? Hallo, Sie da? Oh, Entschuldigung. Wir kennen uns doch, oder? Was machen Sie nach dem ersten Sex? A. Sie warten, bis er anruft? Der Mann muss anrufen. Aller spätestens nach 3 Tagen. Sonst war es für ihn nur der kurzfristige Ausgleich seines Hormonhaushaltes. B. Sie rufen an? Ich rufe ihn jetzt an. Du wartest mindestens 4 Werktage, bevor du ihn zurückrufst. C. Sie nehmen ab. Weißt du, warum er nicht anruft? Ich bin zu dick. Ihre persönliche Auswertung. Sie haben das Problem erkannt. Die aller schlimmste weibliche Problemzone heißt Mann. Sie haben das Geheimnis der männlichen Psyche gelüftet. Männer sind binär strukturierte Wesen. Es gibt einen Verhaltenskodex und intelligente Männer können den dekodieren. Nehmen Sie es jetzt selbst in die Hand. Dummes Arschloch! Meinst du, ich lasse mir das einfach gefallen? Ich bin doch keine Pimperperle. Denn wenn du die Regeln brichst, kann dir alles passieren. Bist du nicht noch zu haben? Für was? Für was auch immer. Mondscheintarif. Nach dem Bestseller von Ildikó von Kürty. So sehe ich aus, wenn ich glücklich bin.